Also, mein Name ist Stefan Hayek. Ich bin zuständig für den Energiebereich in der GIZ, Technische Zusammenarbeit Deutschlands mit Serbien. Und ich bin froh, ich freue mich, dass es möglich war, hier diesen wichtigen Prozess in Pirot zu unterstützen. Moje ime je Stefan Hajek i ja sam zapravo zadužen za sektor energetike ispred GIZ-a, dakle organizacije koja sprovodi tehničku saradnju između Nemačke i Srbije ovde. I posebno me raduje što smo bili u prilici da ovde podržimo ovaj projekat. Die GIZ arbeitet im Auftrag des Deutschen Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und wir haben verschiedene Projekte im Energiebereich und in mehreren dieser Projekte arbeiten wir mit der Stadt Pirot zusammen. Naime, GIZ sprovodi tu tehničku saradnju po nalogu Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju. Mi sprovodimo niz različitih projekata u oblasti energetike i u okviru toga i u različitim oblastima sarađujemo sa gradom Pirotom. In diesem Fall hier in Pirot war es das Ziel, also eine PPP-Konstruktion zu initiieren, also öffentlich-privater Partnerschaft, ja, dieses Projekt zu realisieren. Konkretno je ovde bio cilj da ovaj nameravani projekat realizujemo po principu javno-privatnog partnerstva i time taj model iniciramo u Srbiji. Dazu ist es erstmal möglich, dass die vertraglichen Voraussetzungen geklärt werden, dass die Vertragsformate etc. vorhanden sind, dass man überhaupt weiß, wie so ein PPP-Projekt funktioniert. Da bi se to realizovalo, potrebno je naravno prvo stvoriti ugovornu osnovu, dakle da svi uključeni partneri imaju potpisano međusobno ugovore, da znamo kako taj model zapravo će funkcionisati. Und dabei haben wir uns an deutschen Beispielen orientiert und außerdem dabei geholfen, einen PPP-Partner auch zu lokalisieren. Mi smo se u okviru toga rukovodili nemačkim primerima i iskustvima i pružili smo podršku u nalaženju lokalnog partnera. Das war nur möglich, weil die Stadt Pirot hier sehr gut gearbeitet hat, die Verwaltung also sehr effizient gearbeitet hat und insofern ist das das erste Mal in Serbien, dass so eine PPP-Konstruktion im Heizungsbereich für so ein Schulprojekt überhaupt realisiert werden konnte. Zato moram istaći da je od izuzetnog značaja bilo što grad Pirot zaista posjeduje izuzetno efikasnu gradsku upravu i ovo je prvi put da je u Srbiji ovde realizovan jedan takav projekat po principu javno-privatnog partnerstva u oblasti grejanja, konkretno u ovom slučaju jedne škole. Und wir hoffen natürlich, dass das gleiche Modell auch in anderen Gelegenheiten, in anderen Situationen zur Anwendung kommen kann. Jetzt. I nadamo se da će ovaj model javno-privatnog partnerstva biti moguće primeniti za realizaciju projekata u nekim drugim oblastima.